Also, ich bin jetzt hier mit dem Roman Lobroman. Inwiefern hat sich dein Leben nach dem Erfolg von Unser Star für Baku verändert? Also eigentlich, also bei mir jetzt im persönlichen Leben nicht so viel. Ich bin immer noch derselbe. Natürlich ist man viel unterwegs, man ist viel auf der Straße, Radiosender abklappern, von A bis Z, viel live spielen, aber das wollte ich ja und das gefällt mir sehr gut. Und das Thema von unserem Semester dieses Jahr ist Hidden Champion. Und zwar ist das eine Sache, Person oder irgendwas, was halt noch nicht so bekannt ist, aber was du halt zum Beispiel cool findest. Hast du auch einen Hidden Champion? Auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Kumpel von mir. Ich habe jetzt ein, zwei Mal mit ihm auch schon gespielt, vor der ganzen Unser Star für Baku Sache. Das ist der Simon. Bei Facebook kann man den abchecken, einfach Simon mit einem Ausrufezeichen anstatt das I. Und er macht sehr, sehr coole deutsche Musik, schreibt super Texte, unplugged mit seiner Akustikgitarre. Also kann ich jedem empfehlen. Cool, dann danke und dir noch einen schönen Tag. Danke sehr.